Ja, nach etlichen Stunden sind wir auch dann tatsächlich schon in der Ebene 23. Mal gucken, was uns oben erwarten wird. Und damit willkommen zurück zum Pfaffen der Night, a crazed Black Beast. Uiui, wir haben hier schon wieder irgendeinen neuen Fu, so wie es aussieht. Weil Black Beast heißt nichts Gutes. As you stalk the halls of the heavenly castle, the mysterious voice sounds in your mind for third time. Es ist der Overlord, das dritte Mal. Your form so passes that of any ordinary man. But have you no interest in attaining even greater power? In immortality? Oh, er fragt uns. Diese Frage kommt doch nur, weil er vielleicht entweder unsere Kraft haben möchte oder er einen nützlichen Verbündeten braucht. Er fragt uns, naja, wir haben bereits die menschliche Kraft überschritten. Und ob wir nicht nach mehr Macht streben, nach Unsterblichkeit. Tja, wir könnten ja mal Bertrand fragen, was er die letzten 100 Jahre so gemacht hat und ob das ein schönes Leben gewesen ist. So 100 Jahre lang eigentlich immer nur in Kummer zu verbringen. Tja, na mal sehen. The question rings in your ears, as if a corporal presence had spoken, it not 2 feet away. Hear me. Hear me. Have Zeus, who have fallen to earth, forgotten the terror of the shadow of death? Oh, was meint er damit? Er fragt uns, ob wir vergessen haben. Den Terror, der Schatten des Todes, der mal auf Erden halt lag, der auf uns gefallen ist. Influential men, mighty kings, all who gain power share the same dream in their hearts. Ja, alle haben das. Er hat den gleichen Traum geträumt von der gleichen Power. Immortality. Unsterblichkeit. Countless men yearned for it, and each faced death in turn regardless. Das ist ja auch kein Wunder. Jeder hat danach gesucht, aber jeder hat nur trotzdem den Tod gefunden und stand ihm gegenüber. Also jetzt nicht dem Bruder auf Heaven, sondern einfach dem Tod als Verkörperung. The Grail of Kings I have obtained. Is what gives humans the power to overcome death. Das ist ja interessant, aber warum zum Teufel hat denn der König und die Königstochter von diesem Grail of Kings überhaupt Wind bekommen? Weil wenn der wirklich dafür zuständig ist, dass man den Tod überstehen kann, dann ist der Gral des Königs ja weitaus mehr als ein Allheilmittel. Aber woher kennen die das? Woher zum Teufel kennen die Leute aus Lagarde diesen Grail of the Kings? Irgendwie mysteriös, oder? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Overlord sein bestes Hab und Gut einfach so irgendwie Minis irgendjemand präsentiert. Naja, vielleicht von seinem Verbündeten von damals, der ja auch in die Erde runtergegangen ist, weil er seine Entscheidung eben geändert hat und eben nicht mehr danach gesucht hat, unsterblich zu sein. Ne, der Schwarze Ritter, der Black Knight. Oder Black Guardian. Tja, interessant. Wir fragen auf keinen Fall, was der Gral des Königs ist. Ja, das ist schon wieder interessanter. How does one overcome death? Wie ist das möglich? Vielleicht Seelentransformation von einem Körper zum anderen, so ähnlich wie bei Naruto. Ne, hat er dieser komische Schlangentyp da auch immer irgendwelche anderen Körper genommen? I created the Grail of Kings in order for mankind to overcome their limits. Ach, er hat diesen Gral des Königs erschaffen, um der Menschheit eben das zu geben, damit wir unsere Limits überschreiten können. Mit Limits kann aber alles gemeint sein. Vielleicht nicht nur das Leben, sondern auch die Kraft, die Power, vielleicht die Vorstellungskraft, das Denken. Denn wie ihr wisst, nutzen wir Menschen ja gar nicht 100% unseres Gehirns. Wie viel werden benutzt? Weiß das jemand? Waren das 5%? Also ganz, ganz wenig. Und wenn er jetzt sich hier so ein super mega Gral erschaffen hat, ja nett, an und für sich gut, aber meistens wenn er solche Sachen zum Bösen gebraucht. I've had great success in using that power to regenerate life, which had faded in human subjects. Er konnte Leben regenerieren, aber wie ist das möglich? Hat das mit Zellen zu tun? Through continuous research on the Panacea. Long ago, knows us Elixir, I have succeeded in creating it. On the Panacea? Das Wort hatten wir doch schon mal, oder? Ich habe aber keine Ahnung, was es bedeutet. Auf jeden Fall hat er irgendwas erschaffen, was als Elixir bekannt ist.
und er war erfolgreich darin, es zu kreieren. Hmm, that's pretty impressive research, I grant you. But if you used it, does it mean no one would have to die? Eine sehr gute Frage, weil wenn er so einen Gral hat und es für die Menschheit gedacht ist, würde das nicht im Umkehrschluss bedeuten, dass keiner mehr sterben müsste? Incorrect. Unglücklicherweise nein. My research has not yet reached that stage. Das ist aber interessant. Hat er nicht gerade gesagt, es war ein Erfolg? Und jetzt sagt er, nein. Doch nicht. Vielleicht irgendwelche Auflagen, Einschränkungen, Nebeneffekte. Even with a heightened vitality, the elixir force. Damage to the body cannot be repaired. Ach, interessant. Unsere Vitalität, die kann zwar immer wieder regeneriert werden, dass wir es tatsächlich schaffen zu überleben, aber jeder Schaden, den der Körper nimmt, also physischer, optischer Schaden, wenn wir eine Schramme bekommen zum Beispiel, der bleibt? Oder wenn ein Bein abgetrennt wird, bleibt das dann abgetrennt? Das ist irgendwie interessant und auch gruselig. Further, even in an undamaged body, the brain deteriorates over time. There is no preventing that. Ich habe auch keine Ahnung, was deteriorates heißt, aber es kann nichts Gutes heißen. Vielleicht nimmt ab oder lässt nach. Das menschliche Gehirn fängt irgendwann an, tatsächlich vielleicht nicht mehr so gut zu funktionieren, wie man es von Kindheitstagen an kennt. Tja, da fallen wohl die ein oder anderen Synapsen weg. So, it's not finished. Na, hat doch gesagt. Kann man wohl sagen. In the world of research, each has their own specialized field. Na, das ist richtig. In der Welt der Untersuchungen hat halt jeder sein eigenes spezielles Gebiet. Aber worauf will er jetzt hinaus? In my desire for power greater than man could achieve, I created the Grail of Kings and gave life beyond man. Das hat er schon mal gesagt. Er hat den Gral kreiert und gibt halt Kraft, die über das Menschliche hinausgeht. Ja, haben wir wahrgenommen. But that power warped man into a form capable of containing such might. You should know well of whom I speak. Jetzt meint er tatsächlich das erste Mal die Bossmonster. Er gab uns zwar die Kraft, unser Limit zu überschreiten, aber unsere physische Form kann wohl dem nicht standhalten, sodass wir in etwas anderes mutieren. Ich übersetze es mal so. Und das ist genau das, was wir in den Strata vorher gesehen haben. Diese Endbosse. Alles Menschen, die mehr Power bekommen haben, aber die einfach diese Power in dem eigenen Körper nicht aufhalten oder standhalten konnten. Ja. Das wäre ja, das ist genau das, was bei Bertrand auch passiert hat. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wo er sich da auch opfern wollte als Fafnir Knight für die nächsten 100 Jahre. Die ganze Kraft, die in ihn geflossen ist, hat er auch nicht aufnehmen können. Er wurde zu einem Feuerdämon. Tja, so sieht's aus. Interessant. You mean the Flame Demon and Skilla? Yes. Und Flavio hat das genauso verstanden. Indeed, I sought them suitable candidates for an infusion of vitality. They surpassed my expectation and became monster. Tja, er hat gedacht, das sind sehr gute Kandidaten für die Infusion der Vitalität, weil sie anscheinend auch sehr viel Macht in sich getragen haben. Und sie haben eben seine Erwartungen übertroffen und wurden Monster. Na, ist das jetzt was Positives? Ich meine, was hat denn er erwartet? Vor allem übertroffen. Er meint wahrscheinlich damit, ja, die haben es geschafft, dass sie die Kraft aufnehmen konnten, aber darüber hinaus wurden sie zu Monstern, aber es war nichts Positives, vielleicht für ihn schon, keine Ahnung. But you, since her engineering has reinforced your DNA, you should be able to draw out the Grail's full power. Ach, der will uns doch wieder nur als Versuchskaninchen haben. Auf der anderen Seite, wir sind ja bereits der Fafnir Knight, unsere DNA ist ja anders. Hier steht ja reinforced your DNA. Und jetzt denkt er, dass wir die volle Kraft, das komplette Potenzial dieses Grals verinnerlichen können. Das ist eine interessante These. Intriguingly, those of you who have not benefited from her work seem powerful enough to accept my blessing as well. Ja, und die anderen, die eben diese Kraft nicht haben,
die scheinen nicht so stark zu sein, dass sie dem standhalten können. Also wirklich nur wir als Pfaffen der Neid. Hm? Was ist ein Kompliment? Sure. Probably. Oder habe ich es gerade falsch verstanden? Habe ich es gerade falsch verstanden? Weil wenn Chloe sagt, war das ein Kompliment? Das klang ja irgendwie nicht so wie ein Kompliment. Na, egal. Set aside, I think it's about time we got to see your face, Mr. Overlord. Richtig, es wird Zeit, dass wir endlich mal Bekanntschaft mit ihm machen. I look forward to meeting you in person as well. However, I must first determine your strengths. Determine? Warum das? No strengths, what do you mean? Ja, aber davon auch. Was meint er damit, mit determine? Kill me! I have prepared a challenge for you on this floor. The prime foods of my research. Das ist bestimmt dann dieses schwarze Ungetüm, kann das sein? They are the guardian machines in the beastly juggernaut. Set to protect my work. Ja, er will irgendwie unsere, aber... Warum denn? Immer noch ein Test? Overcome then and I will admit that you are qualified to meet me. Ja, er will immer noch unsere Stärke testen. Dann nutzt er jetzt hier diesen Mittelfloor des 5. Stratums dazu, uns mal gehörig den Hintern zu versohlen. Auch interessant, the voice ends the moment it has finished making it demands of you. Yikes. Yikes, in other words, we're going to meet some ridiculous deadly enemies up ahead. Mhm. Das ist richtig. Sieht wohl so aus, als ob wir es gleich mit irgendetwas Blödem zu tun bekommen an Monstern. The prime foods of the creator of this castle's research. I'm interested to see what they might be like. This isn't good at all. Ja, sie hat Interesse. Ehrlich gesagt, mich interessiert das nicht so wirklich, weil es können nur irgendwelche bösartigen Monstern sein. Und Bertrand sagt schon, I guess there's nothing to do but face the music. It will be simple for new life, naja. Das sagen wir nicht genau. Wir sagen, let's give this our all. Sure. Genau, wir geben alle unser Bestes. Vor allem ist es Juggernaut. Was zum Teufel ist ein Juggernaut? If this Juggernaut dwells on this floor, we must exercise caution. What sort of monster do you suppose it might be? Despite the woman's anxiety, you begin exploring the new floor of the castle to challenge this unknown adversary. Oh, da muss ich mir aber vorher noch mal ein bisschen besser vorbereiten. Weil, wenn wir jetzt so eine Art Zwischenboss haben, oder vielleicht zählt das sogar als Extra-Boss. Ich habe keine Ahnung. Hey. Aha. Neat. Ja, vor allem, hier ist ja wirklich ein Geomagnetic Pole. Wieso denn das? Kommen wir da nicht eins nach oben oder geht's dann in die Stadt zurück? Thank you. Ach, wir werden hier aufgeheilt. Das ist ja interessant. Ja, es ist some kind of healing machine, sagt Bertrand. Und wir sollten es benutzen, wenn wir müde sind. Really? Aber Bertrand sagt schon, ich denke, es kann nicht immer benutzt werden. Maybe the way it works is we have to wait a while before we can use it again. Well then, let us return to our investigation. Ja, das ist richtig. Naja, wir zeichnen doch, aber wieso wird denn dieser Geomagnetic Pole nicht gleich hier mit eingezeichnet? Komisch, oder? Na egal. Basteln wir es einfach so hin und machen da mal schön rosa. Wobei, es ist ja ein blauer Geomagnetic Pole, also zeichnen wir es auch blau ein. Ja, und wir erkunden mal das neue Dungeon. Juggernaut. Die Juggernauten, das sagt mir aber irgendwas. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Gab es nicht mal irgendwie einen Film, wo es auch um Juggernauten ging? Waren das nicht die auch auf der Suche waren nach diesem goldenen Vlies? Ah, ich kann mich da so schwer dran erinnern. Aber hießen die auch Juggernauten? Na, das muss ich nachher mal nachgoogeln. Mal altes Wissen wieder auffrischen. Okay, hier scheint auch nichts zu sein. Ein sehr, sehr großer Floor einfach nur. Ja, oben wird auch nichts sein. Und... Ach du Scheiße. 4 Stück von denen. Oh je. Oh je, Mini. Tja. Wisst ihr, was ich glaube?
Es wäre ratsamer, mal auf ein paar Attacken umzuswitchen. Ja, wo wir die ganze Gruppe auch mal treffen können. Bei Flavio zum Beispiel, der hat ja Flankenschuss. Es ärgert mich, dass ich Flankenschuss nicht doch von Anfang an hochgelevelt habe. Ich meine, ich kann ja später eh nochmal alles umskillen. Aber wenn jetzt in den letzten Ebenen tatsächlich nur Monster kommen, scharenweise in Gruppen, dann blieben mir Einzelattacken recht wenig. Ei, ei, ei. Oh, na Gott sei Dank haben die Attacken von Berthold gesessen. Na bloß gut, dass der seine Attacke noch hatte. Dann war das doch eine gute Entscheidung, zumindest bei ihm den Gruppenangriffskill auszurüsten. So, und wo geht's hier lang? Gar nicht, hier geht's einfach nur zurück. Und auch keine Abkürzung. Tja, dann ab in den nächsten Gang. Und jetzt sind wir auch schon im nächsten Kampf. Ja, und diese Vögel sind auch Mist. Weil die machen extrem viel Schaden. Das Blöde ist, wenn einer jetzt hier down geht, ist das ja in Ordnung. Wenn die aber alle beide angreifen, bin ich tot. Und wenn ich Pech habe, erwische es auch noch direkt Chloe. Ich könnte mich natürlich auch heilen mit Bertrand. Ja, ich denke, sollte ich auch machen. Weil sonst habe ich hier keine Chance. Sagt mir einfach mein Gefühl. Oh, okay, der erste war doch weg. Oh, wir hatten einen Präventivangriff? Ja, das ist ja Mist. Habe ich gar nicht mitbekommen. Da hätte ich mir jetzt diese 40 DP-Punkte von Birdwind auch sparen können. Ja, ärgerlich. Mehr allerdings auch nicht. Oh, was haben wir denn hier? Ein paar schöne. Oh. Raises Bind Success Rate. Auch nicht schlecht, aber leider nur Level 1. Naja, zum Testen irgendwann ist es ja trotzdem okay. Ich habe ja schon mal in einer Folge gesagt, ich werde diese Grimoire-Scheine erstmal aufheben. Vielleicht sind ja die Effekte trotzdem ganz cool, wenn wir bei 6 Grimoire-Steinen immer so einen netten Zusatzeffekt drauf haben. Na, wer weiß. Habe ich aber bisher noch nicht getestet, weil mir fehlen auch einfach die dazugehörigen Grimoire-Steine, um da mal einen Probelauf zu machen. Und auch hier wieder ein sehr, sehr großer Flur, wo nichts weiter drin ist. Ist das nicht seltsam? Irgendwie ist das mehr als seltsam. Ja, hier ist schon die nächste Tür und irgendwie schimmert die so komisch, kann das sein? Sieht zumindest nicht normal aus. Oder mir ist das vorher gar nicht so aufgefallen. Ja, und dann haben wir schon direkt den nächsten Kampf. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das sehe ich doch gerne. Ein paar funkelnde Monster geben uns sehr, sehr viele Erfahrungspunkte. Natürlich, her damit. Wir geben sowas von ein Try. Und auf geht's. Oh, finde ich auch gut, dass wir direkt in die Mitte getroffen haben. Yes, und er ist weg. Die restlichen, die kriegen wir einfach mit Auto-Attacken weg. Ja, Auto-Battle, Auto-Battle. Wow, aus 13.000 wird direkt mal 30.000. Das ist nett. Oh, das habe ich aber zum ersten Mal. Oasis Bind Recovery Rate. Ich kann mich nicht erinnern, mal diesen Effekt auf irgendeinem Grimoire-Stein oben gehabt zu haben. Tja, braucht man das? Keine Ahnung. Erstmal aufheilen. Weil irgendwie sagt mir mein Innerstes, dass es dahinter irgendwas Bösartiges geben könnte. Vielleicht sind wir auch den falschen. Oh, hier tatsächlich. You place your hands on the door, but no amount of pushing or pulling causes the door to yield an inch. Sie scheint irgendwie versiegelt zu sein oder abgeschlossen. Auf jeden Fall kommen wir hier nicht weiter. As you stand, stümt. Stümt? Stümüt? Ja, das Wort kann ich auch nicht. Stümüt. Ja, stymüt. By the door, the mysterious voice echoes in your hand, in your mind. Und wir kriegen schon wieder irgendeine Stimme in unserem Schädel. Haha, the door has been locked. Haha, fret not. It is only until the order is done. Ach, tatsächlich. Slay the juggernaut and you shall find it unlocked. Did
Yes, it's up to me. Das ist ja interessant. Tatsächlich kriegen wir jetzt... Also wir müssen sogar kämpfen. Wie krass ist denn das? Da haben wir jetzt echt so einen Bosskampf. Oh, cool. Bis dahin muss ich gehen. Vielleicht sehen wir sogar noch seine Präsenz und seine Form. Ach, und schon wieder diese blöden Mandrakes. Na, mal gucken. Komm ich gut mit hin. Anscheinend macht Flavio mit seiner Flankenschussattacke trotzdem noch genug Schaden. Ja, ich spare mir mal das ganze Abgegrase. Vielleicht muss ich sogar vorne lang, kann auch sein. Es sieht so aus, als ob sich die Gänge tatsächlich so verlaufen, dass die identisch sind. Kann das sein? Da muss ich mal die Karte groß machen. Ja. Die sind ja komplett symmetrisch. Ist ja witzig. Let's keep our eyes open. Tatsächlich, ich komme hier auch nicht lang. Ja, dann ist es so. Dann musste ich tatsächlich einfach direkt durch die Mitte. Ja, ich spare jetzt doch mal ein bisschen mit den TP-Punkten. Das Gute ist, hier haben wir eben nicht so viel drauf. Die senken zwar unsere Angriffsstärke, aber ey komm, solange unsere elementaren Angriffe immer noch ein bisschen funktionieren, sehe ich keinen Grund, hier irgendwas zu verschwenden. Außer die TP-Punkte von unseren beiden Mädels, weil die haben genug davon. Ja, die dürfen das sehr, sehr gerne auch verbraten für uns. Zum Wohle des Teams. For the sake of our guide mates. So, jetzt heilen nicht vergessen. Und dann in einem Affenzahn mal zurück zum Eingang. Me? Ja, du. I'll do it. Und du machst Line Heal. Ja, dann zeichnen wir hier die Karte auch noch ein. Trifft sich auch ganz gut, denn der DS ist sowieso bald wieder batterieleer. Tja, und den hier... Ja, komm hier, besiegen wir nochmal ganz kurz. Schaffen wir schon irgendwie. Aber warte mal. Das ist ja witzig. Der greift ja wirklich alle an. Vordere und hintere Reihe. Ja, nett. Dann machen wir's. Na, wobei... Nee, ich finde Scheiß mal besser, weil die Hände binden ist gar nicht so verkehrt. Okay, da war jetzt ein bisschen Schwein gehabt. Aber so wie es aussieht, muss ich doch ein bisschen mehr investieren. War das mit mir sonst zu riskant. Und ihr habt ja gesehen, da hat er gerade mal die Hälfte verloren. Oh, das war schlecht. Das ist sogar richtig schlecht. Na, dann muss ich ja eh bald in die Stadt zurück. Aber ich möchte unbedingt nochmal in die mittelste Tür durch. Weil da ist doch bestimmt dieser Yoganaut. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir so riesenlange noch laufen müssen. Denn wenn wir den erst besiegen sollen, dann ist er hundertprozentig direkt im Gang. So, wir hin erstmal. Können wir gar nicht. Na gut, dann speichern wir zumindest. So. Oh, hier. Nee, doch nicht. Da sind drei Bomben. Naja, die Frage ist jetzt, wo muss ich denn hier hin? Oh nein, this isn't good. Ach, das ist egal. Also, die können uns... Ah, hier schaut mal, da hinten ist es.
Dodging and weaving through the bombs, you enter the large hall. Fosa within. Oh, da ist er. Alter! Der sieht aus wie ein Biermott. In the far reaches of the hall is a grotesque growling monster, far worse than anything you've seen. Ja, da direkt, also der gibt schon eindeutig mehr her als die blöde Harpie. You cannot help but flinch at its terrible visage when a voice echoes in your mind. Behold the prime fruits of my research. The juggernaut born from my limitless power. This one's not kidding around. Ja, der ist auch irgendwie ein bisschen krank, oder? Aber wie kann er denn solche Monster kreieren? Oder ist das auch wieder irgendein Mensch gewesen, dem er seine Macht gegeben hat? Aber er ist ja stolz drauf. Er sagt, das sind ja seine Früchte. Setz. Wow, Setz, what I saw might be. Setzing looks brutal. It looks powerful. Ja, das ist richtig. Und er lacht sich einen ab. Ja, wir sollen ihm unsere ganze Macht zeigen. You pause, wondering if you are fully prepared to challenge the juggernaut to combat. If you are, the time is now. Use all your strengths and expertise to stand against it. Oh, krass. Ja, das war's aber für die heutige Folge. Dann haben wir zumindest zum Abschluss den Juggernaut gesehen. Und... naja, die Frage ist auch... da sind ja Bomben. Ob wir das schaffen, den zu bombardieren mit den Bomben? Ich meine, die Fläche ist ja groß genug, kann das sein? Und schaut mal, wie viel Platz auch dazwischen ist. Alter! Das ist ja nice, eine richtig dicke, fette Endbühne und das im 23. Gebiet. Oh, finde ich richtig cool. Auch das muss ich offscreen irgendwie versuchen herauszufinden. Ich werde mal versuchen, hier alles soweit abzugrasen, damit wir die Wege hier haben. Und dann versuche ich mir mal einen Plan zu überlegen, wie wir den am besten besiegen können. Also zumindest schon mal vielleicht vorbereiten, weil ganz ehrlich, die Bomben, die sind doch bestimmt dafür da, dass wir den hier attackieren können, oder? War doch bei den anderen Fuß auch so, dass wir die immer vorher schwächen konnten. Und... ich finde es auch gut, dass das Spiel sich hier dieser Linie auch treu bleibt. Und hier haben wir es eben ein bisschen anders. Das sind so die coolsten Rätsel in dem gesamten Spiel bisher. Und zwar, wie wir es schaffen, dem Bossgegner möglichst viele HP-Punkte vor einem Kampf abzuziehen. Ja, nice. Ich kann nur sagen, schaltet ein im nächsten Part. Wann er kommt, wird keine Ahnung. Es kann sein, dass eine Pause dazwischen liegt. Aber ihr werdet es ja eh sehen. Und bis dahin, alles Gute und eine schöne Woche noch.